Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich dir. Oh, okay, ich bin ein bisschen zerzaust. Ich habe ja angekündigt, ich bastel hier die ganze Zeit an einem neuen Guide, an einer neuen Plattform. Der Functional Basics Guide, da möchte ich dir gleich einmal ein paar Einblicke geben, wird das Gesundheitsplattform-Online-Wesen in meinen Augen revolutionieren, weil du hier in verschiedenste Facetten deiner natürlichen Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, mehr Lebensqualität, Hormonbalance, besseren Schlaf, Verdauung, alles das, was mit deiner Langlebigkeit und deiner Lebensqualität zu tun hat, das trage ich mit Interviews, Vorträgen, Materialien, Protokollen, Fragebögen und Übungen im Functional Basics Guide zusammen. Und ich gebe dir jetzt mal einen kleinen Einblick, was der kommende Functional Basics Guide wird alle Facetten und Kernelemente, ich sag mal, zusammentragen, worauf die Functional Basics aufbauen. Das ist unter anderem Ernährung und Verdauung, Bewegung und Immunsystem, Stressresilienz und Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, besser Schlaf und Regeneration. Daran sind geknüpft unter anderem die Hormonbalance, Frauengesundheit, Entgiftung. Und hier gibt es ein paar spezielle Felder, wie zum Beispiel Biohacking, Barfußlaufen. Und das ist das Grundgerüst. Und du kannst, je nachdem, was gerade dein Fokus ist, wo du gerade dein Potenzial siehst oder wo du versuchst, Antworten zu suchen, kannst du hier in die einzelnen Facetten reintauchen. Ich habe heute die Interviews einmal zusammengetragen und mich an das Thema Frauengesundheit rangewagt und hier einige Sachen zusammengestellt. Bei den Interviews findest du alle Interviews, die ich führe. Der Functional Basics Guide wird so sein, dass du jede Woche direkt, wenn ich ein Interview geführt habe, entsprechend Zugriff darauf hast und dich mit den Experten entsprechend austauschen kannst. Ich klicke mal kurz hier rein in die Interviews. Da sind jetzt alle Interviews drin, die ich bisher, noch nicht ganz alle, die ich bisher geführt habe. Die kommen auch in meinem Podcast online. Aber wenn du direkt das Wissen haben möchtest und entsprechend die Erfahrungen, die Tools von den Interviewgästen haben möchtest, dann ist der Functional Basics Guide deine Anlaufstelle. Ich führe im Schnitt 3 bis 6 Interviews mit tollen Experten, die ich über die Jahre jetzt im Gesundheitswesen immer wieder entdecke. Und da kommen dann entsprechend direkt die Interviews hier auf die Plattform. Schauen wir uns einmal die Kategorie Frauengesundheit an, wo ich heute dran gearbeitet habe. Hier unten seht ihr immer die Lektionen, wie viel da enthalten sind und wie viel Minuten oder Stunden Materialien ihr Zugriff habt. Ihr habt lebenslang Zugriff. Das ist keine Limitierung irgendwie auf XY Tage oder Wochen, sondern der Functional Basics Guide ist im Rahmen Gesundheit ist für alle da, entsprechend die Plattform, wenn du über den Tellerrand der Gesundheit hinausschauen willst. Und in dem Falle Frauengesundheit, klicke ich mal rein und da siehst du schon einzelne exklusive Artikel, die ich zusammengetragen habe und entsprechende auch wieder Interviews, die dir hier weitere Einblicke im Bereich, hier in dem Thematik Frauengesundheit, tiefere Einblicke, Erfahrungen, Übungen an die Hand geben. Wenn du diesen Functional Basics Guide, der am 4.10., so ist meine Vorstellung, online gehen wird, dann wirst du auch Zugriff haben auf alle meine Online-Programme, Online-Bü also meine Bücher und zukünftige Bücher und Online-Programme. Unter anderem hast du dann auch Zugriff auf meinen Brainfood 2.0 Seminar. Das ist ein 10-wöchiges, also bisher ein 10-wöchiges Ernährungsausbildungsprogramm. Also ich habe einige Heilpraktiker, die sich damit vorbereitet haben, die tiefer in das Thema Ernährung einsteigen wollen. Gleichzeitig habe ich das so erklärt, dass das auch jeder, der gar keine tiefen Verständnisse von Ernährung haben, verstehen kann. Und auch hier hast du, glaube ich, über 17 Stunden von mir Vortrags- und Videomaterial und Übungen und Rezepten, um deine Basis für Ernährung zu gestalten. Das Brainfood 2.0 Seminar ist quasi dann in dem Masterprogramm
Functional Basics Guide mit enthalten. Gleiches ist es zum Beispiel mit meinem Healthy Coup. Das ist ein 28-Tage-Programm. Wenn du deine Basis für deine gesunde Ernährung im Alltag besser schlafen möchtest, besser regenerieren möchtest, dein Mindset, deine Ziele entsprechend positiv beeinflussen möchtest und entsprechend, dann geht es hier in die Spitze des Eisberges um das Thema Biohacking, Selbstoptimierung, aber vorher müssen die entsprechenden Fundamente gesetzt werden. Auch da hast du dann den vollen Zugriff auf meinen Healthy Coup, wenn du den Functional Basics Guide entsprechend absolvierst, dir dann anschauen magst. Für den Functional Basics Guide ist noch eine gewisse Reise und ja, es ist gerade wenig Schlaf und viel Computerarbeit und Austausch mit Experten, damit das auch technisch dann funktioniert. Und alles Weitere, wie du da rankommst und überhaupt und hast nicht gesehen, folgt die Tage. Ich werde jetzt erstmal rausgehen, baden, ein bisschen mit der Kettlebell spielen, mich durchbewegen und dann heute Abend weiter an dem Grundgerüst vom Functional Basics Guide basteln, um entsprechend dir die Plattform zu geben, die in meinen Augen das Gesundheitswesen, die Persönlichkeitsentwicklung und die Basis für mehr Lebensqualität und Lebensfreude, die in meinen Augen fehlt. Sich austauschen mit Experten und gemeinsam eine neue, tolle Welt generieren.